Draga Martinez. Majko ti tvoj. Guten Servus, Leute. Ich melde mich von der Chinese Wall of Wish. Wieder mal, man kennt ihn ja. Ihr habt ja gesehen, wie wir gestern gegrillt haben, ne? Ey, bei der Himmelfahrt, Junge. Das Fleisch, das kannst du einfach nicht wie in Deutschland vergleichen. Das Fleisch hier ist schon mal eine 1+. Und die Art, die wir gegrillt haben, ist natürlich nochmal 1+ mit Steinchen, ne? Also gestern, das hat schon geil geschmeckt, aber letztes Jahr, also gestern war es ein bisschen verbrannt, aber war trotzdem geil. Letztes Jahr aber, Junge, das war einfach perfekt on top. Ich hätte nie besseres Fleisch gegessen. Ich sag's euch, kein Veganer wird da widerstehen können. Nicht mal Unge. Fact. Auf jeden Fall war gestern nice. Und die Mauer ist auch nice. Ja, der Ort ist schon. Also ich muss sagen, der Ort hier ist echt geil. Vor allem das Wasser ist richtig geil so. Aber es gibt hier einen sehr großen Nachteil. Und zwar unter den Bäumen da, Junge, es gibt fucking viele Spinnen. Nicht nur normale Spinnen. Die Spinnen jumpen, dude. Ohne Spaß, ne? Es gibt hier jumpende Spinnen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Eine schlimmere Kombi gibt's nicht. Spinnen generell alleine schon. Wank-Tiere. Und dass sie springen. So schnell. Was willst du machen? Ich bin übrigens von hier. Hey, nee, warte mal. Doch. Ja doch. Von hier nach ganz hinten geschwommen und wieder back. Ich weiß auch nicht, was mich getrieben hat, aber hatte ein bisschen Bock zu schwimmen. Da glaube ich noch nie so weit geschwommen. Aber ja, auf jeden Fall, gestern war geil. Und ja, das mit den Challenges, Leute. Oder mit den Aufgaben, hab ich ja gesagt. Ihr müsst ja natürlich übertreiben, ne? Also, das mit den Aufgaben habe ich vor dem Video gesagt. Vor dem Stream. Und ich habe ja schon gut cringe Sachen gemacht, ne? Übrigens, ich weiß aber noch nicht, wer dieser Kommentarschreiber Annika R. war. Wäre nice, wenn die Person sagen würde, dass sie das war. Aber sonst denke ich, nee, das weiß ich nicht, das ist so komisch irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Wir sind noch hier ein bisschen am Relaxen. Das Wasser ist halt so geil, ne? Kann man immer wieder sagen. Das war so geil, Türkis. Ja, ich weiß nicht, wie die Challenges machen wird. Also ein paar Aufgaben gehen schon klar, aber da haben Leute geschrieben, yo, schmier dich mit Creme ein, wälz dich in Sand und sag dann, yo, kann ich Badewasser verkaufen oder so. Das ist halt auch Next Level Cringe, Leute. Das geht nicht. Ihr könnt nicht so eine Basis setzen von dem Cringe-Stream und dann, dass ich das mache. Auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns dann später wieder. Also Ryan, see ya. Und wie gesagt, an die Person, die Annika R. Account angeblich hat, bitte sag, wer du bist. Ich habe am Anfang gesagt, also der Account hat Space, Illegaler, TSS Way, also ich, Vapex und Mike Eagle abonniert. Und da dachte ich, als Illegaler ist er nicht. Oh, geil, hier ist ein Spinnen. Das sind die jumpende Spinnen, by the way. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das sind die fucking jumpende Spinnen. Sieht man, oh Gott, er schaut mir an. Sieht man das? Hat man das gesehen? Die können fucking jumpen, dude. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Ja, bitte sag, wer du bist, was für ein Account du bist. Wäre geil. Also ich hab gedacht, illegal ist es also nicht. Hat er gesagt, das ist Maxut. Maxut war es auch nicht. Ich habe nochmal illegal gefragt. Er war safe nicht. Keine Ahnung, wer es ist. Aber auf jeden Fall, jo, keine Ahnung. Melde dich bitte. Guten Abend, Leute. Wir sind hier jetzt ein bisschen nächtlich unterwegs. Ja. Ich wollte noch was sagen. Und zwar will ich in nächster Zeit meinen Content ein bisschen abändern. Also wenn ich jetzt in Deutschland wieder backkomme, werde ich noch 1-2 Monate noch den Content machen, den ich sonst immer mache. Dann fällt es, glaube ich, den ganzen Ender Games Videos und den normalen, was ich halt immer mache. Dann kommt eine Welle, was ich nie gedacht habe, dass ich nie mache, was euch auf jeden Fall, safe fans, alle feiern, weil ich glaube, kein Mensch hasst es, wenn ihr wisst, was ich meine.
Könnte es vielleicht in die Kommentare schreiben. Das wird einen Monat lang kommen. Also sowas. Was, ich sag mal, was krasses, weil das ist ja. Ich werde noch nicht sagen, was es ist, aber ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen. Und danach werde ich mein Content abändern. Also es wird danach keine. Also nicht mehr jeden Tag ein Video geben, sondern vielleicht alle 3, 4 Tage, aber dann so richtig krasse Videos, okay? Dazu aber noch bald mehr, weil ich mache jetzt noch ein bisschen noch da was. Ja, moin, heißt da. Was ich noch sagen will, das Handy von meinem Bruder, ich habe ja das im letzten Video angeteasert, das war ein bisschen Fakt, ne? Und wie Fakt das ist, kann ich jetzt hier einblenden. Ja. Das Screen hat sich einfach langsam angefangen zu lila n. Und zur Zeit ist es halt immer mehr und jetzt der ganze Bildschirm einfach voll mit lila. Also das ist jetzt sogar, ja, einfach, du kannst nichts mehr sehen, basically. Du kannst nichts mehr sehen. Und kritisch, deswegen hat er jetzt nur Handy. Und ja, das wollte ich nochmal sagen, Leute. Ja, also freut euch auf jeden Fall nächste Zeit. Oder ich glaube ab, wann werde ich das machen? Dieses große Event werde ich im November, glaube ich, machen. Ja, im November mache ich das. September, Oktober. Ja, das mache ich im November. Und ab Dezember fangen dann die. Obwohl, nee, ich weiß noch gar nicht. Ich weiß eben noch gar nicht, wie es war. Vielleicht im neuen Jahr. Ich glaube, ich mache es dann. Muss noch überlegen. Auf jeden Fall will ich meinen Kanal ein bisschen umändern. In den nächsten Monaten auf jeden Fall. Danke schön, Leute. Und wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Vlog. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich schaut ihr bis hier überhaupt gar nicht zu. Falls ihr bis jetzt zugeschaut habt, schreibt einfach mal nichts in die Kommentare, dann weiß ich, wer das Video geschaut hat. Viel Spaß auf jeden Fall. Hallo Leute, wir sehen uns morgen wieder und see ya.